So, ich erzähle euch was über Funksteckdosen und wie man die fernsteuern kann. Ich habe mir zunächst mal das angeguckt, was wir im RZL machen. Wir haben hier diese PCA 301 Funksteckdosen, die kosten um die 20 Euro, sprechen auf 868 MHz, können eine bidirektionale Kommunikation, was wichtig ist für Stromverbrauchsmessung. Nur da habe ich gesagt, das ist mir für zu Hause eigentlich zu teuer. Weil ich habe schon mal vorneweg 6-7 Steckdosen bei mir geplant. Und dann komme ich da direkt mal über 100 Euro und dann habe ich mir gedacht, da muss es dann irgendwie eine günstigere Lösung geben. Bei Pollin habe ich dann diese Dreier-Sets gefunden für 9,95. Die sind nur unidirektional, können keine Stromverbrauchsmessung und im Prinzip nur ein Ausschalten, was für meinen Anwendungszweck zu Hause super funktioniert. Die sprechen ein Intertechno-Protokoll, das ist so ein Pseudostandard, sage ich mal, was von Intertechno damals entwickelt wurde und mittlerweile eigentlich fast jede Funksteckdose, die du im Laden kaufst und die auf 433 MHz laufen, dann sprechen. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen kann. Und ich hatte vor ungefähr 1,5 Jahren schon mal eine Adapterpline gebaut, um RFM12-Module, die auf 433 MHz sprechen, auf dem Raspberry Pi stecken zu können. Die Module laufen über SPI. Der Raspberry Pi hat SPI, warum also nicht? Ich habe damals schon die LibRFM12, die eigentlich für AVR-Mikrocontroller entwickelt wurde, auf den Raspberry Pi portiert. Und habe damit quasi eine Funksteckdosen-Fernsteuerungslösung gebaut. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Es ist einfach ein kleines Binary, was man auf dem Raspberry Pi laufen lässt und das dann über SPI den RFM12 ansteuert und der wiederum die Funksteckdosen. Das Schöne an der Lösung ist, man kann alle 1024 Kombinationsmöglichkeiten, die diese Funksteckdosen haben, nutzen. Weil mit der normalen Fernbedienung, die dabei ist, kann man halt eben nur 4 Funksteckdosen steuern und das war mir einfach zu wenig, weil ich habe, wie gesagt, schon zu Hause bei mir 6 Funksteckdosen im Einsatz. Das Ganze sieht dann im Overview so aus. Also wir haben hier den Raspberry Pi mit dem Funksteckdosen-Binary und der LibRFM12. Hier das RFM12-Modul und als Außerautomatisierungssoftware habe ich OpenHAB benutzt. Hier nutzen wir im Raum im Moment FHIM. Aber im Prinzip, wenn ihr sowas machen wollt, ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt OpenHAB oder FHIM nutzt. Hauptsache, ihr habt eine Lösung, mit der ihr Binaries ausführen könnt. Und von den Kosten her sieht es relativ überschaubar aus. Also der Löwenanteil macht halt der Raspberry Pi aus. Ich habe mir den 2er ausgesucht, weil da auch nochmal ein Media Center draufläuft. Mit SD-Karte Netzteil bin ich für 50 Euro. Die Adapterpline habe ich bei OSH Park gemacht. Die kostet mich 3 Euro das Stück. Das RFM12-Modul kostet mich 6 Euro das Stück und die 6 Funksteckdosen habe ich 20 Euro bei Pollin bezahlt und habe mir dann quasi für relativ wenig Geld eben eine Funksteckdosen-Fernsteuerungslösung gebaut. Zum Sicherheitsaspekt, also das Intertechno-System ist unverschlüsselt, das heißt, wenn ihr da irgendwas Kritisches mit schalten wollt, müsst ihr das halt im Hinterkopf behalten. Und ganz wichtig, die Hausautomatisierungssoftware absichern, weil sonst passiert nämlich das. Dann in dem Kontext nämlich auch noch, wenn das über Funk läuft, hat das nochmal eine Absicherung drin oder wie läuft das überhaupt, wenn ich mehrere Funksteckdosen in den Nachbarwohnungen habe? Da solltest du sicherstellen, dass du eigene Adressen verwendest. Okay. Also was sich da anbietet... Wir haben nochmal Adressen zusätzlich zu... Genau, ich kann das auch später nochmal zeigen an der offenen Steckdose. Die haben unten so DIP-Schalter drin. Es gibt aber auch welche, die können Code-Learning machen. Aber im Prinzip sind es halt nur diese 1024 Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich theoretisch mir einen Jammer baue, damit durch ein Wohngebiet läuft, kann das sein, dass ich da günstig Dinge anschalte und Häuser. Genau, dann gehen halt irgendwelche Garagentore auf und irgendwelche Steckdosen an und aus. Das kann schon passieren. Was sich da anbietet, weil die Steckdosen haben Adressierungsmöglichkeiten für die Steckdose bis 5, also A, B, C, D, E. Die Fernbedienungen können aber nur 4 Steckdosen ansteuern. Das heißt, wenn ihr da so ein bisschen auf Paranoia seid, dann könnt ihr immer die E oder die 5 nehmen und seid dann relativ sicher, dass der Nachbar eben mit seiner Vermählung nicht eure Steckdose schaltet. Ja, zu dem Tweet, den ihr hier seht, ich habe das Ganze fertig gebaut und dachte so, es läuft cool und irgendwann, so mitten in der Nacht, geht mein Licht an. Naja, da hatte ich vergessen, beim OpenHAB ein Passwort zu setzen.
So, was noch bei der ganzen Geschichte fehlt, ist das Code Learning, was ich eben schon angesprochen habe. Sprich, ihr müsst selber einfach mitsniffen, was für einen Code ihr habt, wenn ihr solche Funksteckdosen habt, die die über Learning funktionieren. Ich habe Funksteckdosen, die von Pollin, da sind einfach DIP-Schalter dran, da war es dann relativ einfach, da muss ich nichts mitsniffen. Das andere, was nicht funktioniert, ist, wenn ihr diese Lösung verwendet mit der Fernbedienung. Das heißt, wenn ihr die Fernbedienung wenn ihr die Steckdose in Fernbedienung einschaltet, kriegt das eure Hausadmitisierungssoftware erstmal nicht mit. Das ist ein Feature, was da fehlt, was ziemlich ekelhaft zu implementieren ist, weil das RFM12 ASK, also sprich die sprechen ASK, also sprich nur Signal an, Signal aus. Das Ganze mitzusniffen ist ein bisschen umständlich zu implementieren. Senden ist kein Problem, aber Empfangen ist so ein bisschen aufwendiger mit dem RFM12-Modul. So, ich habe auch eine kleine Demo vorbereitet. Das ist jetzt das OpenHAB. Ich habe hier den Raspberry Pi stehen und eine Funksteckdose und eine Lampe. Und es werde Licht. Geht natürlich auch über Handy. Es gibt für OpenHAB einen Android-Client. Ob es für FIM was gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh. Haben wir ja hier. Also, ja, ich kenne halt nur das Webinterface von FIM. Für FIM gibt es auch Android und Clients. Ich glaube, für iOS kann, aber für Android gibt es einen. Ja, also das nutze ich zu Hause und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was etwas seltsam ist, dass die ersten beiden Schaltvorgänge werden vom RFM12-Modul verschluckt. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie 2 Stunden Zeit rein investiert, versucht es zu debuggen. Keine Ahnung, da es beim zweiten Mal dann funktioniert hat, beim dritten Mal war es mir dann aber auch irgendwie egal. So, Fragen zu der ganzen Geschichte. Keine Fragen. Möchte das jemand benutzen, die Lösung? Ja, zeig mal. Habe ich doch gerade. Ich kann es auch gerne nochmal zeigen. Licht an, Licht aus. Sehr gut. Was tust du damit? Dann. Zu Hause. Na, im Bett liegen, zu faul stehen und sein aufzustehen. Was schaltest du damit? Ja, ich habe ein paar Baustrahler an der Wand, also so 10 Watt LED-Strahler, um halt so ein bisschen indirekte Beleuchtung zu machen. Ich habe meine Bettlampe, die ist da dran, mein ganzes Equipment, also mein Elektronik-Equipment hängt da dran, mein Drucker hängt da dran. Weil ich habe das Problem immer, wenn ich drucke, also der braucht unheimlich ewig zum Drucken. Und dann drucke ich irgendwas, gehe irgendwo hin und denke so, scheiße, ich habe vergessen, Drucker auszumachen. Handy raus, Drucker ausschalten. Okay. Perfekt. Für FIM gibt es, glaube ich, sogar ein Modul, wo du das direkt an den Kopf anbinden kannst. Also sobald er erkennt, dass was in der Q drin ist, schaltet den Drucker aus und wenn die Q mehr ist und dann mit dem DF kann er wieder ausschalten. Ja, ist sowas in der Art, habe ich mir auch gedacht, aber das manuell ausschalten ist dann erstmal war einfacher. Genau, da fängt er irgendwann mal an. Ja, hängt halt auch mein Elektronikrahmen dran, die Monitore sollen noch irgendwann dran. Ja, halt alles, was man halt so hat und was halt nicht immer laufen soll. Was kostet das Ganze im Vergleich, also die Dosen, wenn sie jetzt einen Rückkanal haben? Die RCDL-Steckdosen kosten 20 Euro das Stück. Das war halt der Grund, warum ich gesagt habe, das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Weil es halt echt schade, dass sie nicht zurück, also den Status nicht mal zurückmelden. Können sie nicht, die haben nur einen Empfänger. Also was du halt machen kannst, du kannst halt die Software so umschreiben, dass sie halt aufs Protokoll hört. Und dann halt, ja, nee, es gibt ja auch durchaus den Fall, dass man das halt, dass der direkt ausschalten würde. Wie aus, direkt ausschalten? Alle Steckdose direkt. Ach so, ja, die haben leider keine Taste. Es gibt, glaube ich, aber auch von dem Intertechno. Dann tritt der Fall noch nicht ein, dass man am Gerät schaltet. Weil ja. Es gibt auf dem Fall noch welche mit Taste, glaube ich. Ja, ich glaube, die kosten ein paar Euro mehr. Aber na, bestenfalls, wenn man das Zeug ja eh so verbauen. Also meistens sind die Steckdosen ja eher an Stellen, wo man jetzt nicht so gut rankommt. Genau, das war der Punkt bei mir. Es geht halt eher um den Use Case, den ich meinte mit, ich bin unterwegs, mir fällt, ich denke, dass ich habe das angelassen und am Ende schalte ich es nicht aus, sondern an. Ja, das ist kein Problem, dann schaltest du halt einfach im Interface, also wenn, nehmen wir an, das Licht wäre jetzt an. Ja. Und dann schaltest du es halt einfach mal wirklich explizit an und dann explizit wieder aus und das ist auf jeden Fall aus. Aber er toggelt ja nicht, sondern er explizit ist on oder off. Ah, okay. Okay. Was ich jetzt auch immer kaputt gemacht habe. Ja, es gibt bestimmt Steckdosen, die noch billiger sind und die nur klappern können. So
musst du dann da nochmal ein Verbrauchsmessgerät in Reihe schalten, was dann wieder gemeldet wird. Das könnte sehr lustig sein, wenn du davon einen starken Sender hast. Jetzt müsste eigentlich die Frage nach der Reichweite kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also halt einfach eine Drahtantenne dran, ein Viertel Lambda. Ich habe es noch nicht getestet, wie weit es funktioniert. Wie gesagt, ich habe das bei mir nur in meinem Zimmer. Und von daher funktioniert für mich. Aber ich denke mal, wenn man da ein längeres Stückchen Kabel dran macht, halbes Lambda oder ganzes, dann sollte es auch ein bisschen länger von der Reichweite gehen. Ich habe eine ähnliche Sache mit dem Arduino realisiert. Und wie ich es mache, ich steuere es nicht per Android, also nur als Anregung, auf wie man es noch erweitern könnte oder so. Ich steuere es nicht per iOS oder Android, sondern ich habe einen Apple-Rechner daheim, na klar, und Apple Script bietet perfekte Schnittstellen zu allen Programmen zu auflaufen. Also du kannst Zeug machen wie, du klickst auf iTunes auf Play und die Ferienlage schaltet sich ein. Du klickst der Stopp, schaltet sich aus. Also automatisch technisch. Das ist wirklich viel realisiert. Ja, man kann es ja auch machen. Du kannst einfach das Binary aufrufen über SSH vom Raspberry Pi und dann darüber steuern. An, aus. Geht auch. Du kannst ja einen ADIAS anlegen. Im Zweifel. Genau. Und wie gesagt, also es sollte eigentlich zu allen möglichen 433 MHz Funksteckdosen kompatibel sein. Ich habe auch in den Slides Link zum FHM-Wiki, wo halt nochmal die Codeberechnung detailliert aufgeführt ist für verschiedene Hersteller. Und da sind auch die Pollin-Steckdosen dabei. Also sollte ohne Probleme gehen. Ab und zu schalte ich die Steckdose nicht. Das war eben im Moment der Fall. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der Sender direkt neben dem Empfänger ist und der Empfänger da gerade Ohrensausen kriegt, weil zu nah dran. Das kann also auch passieren. Können Sie nochmal testen? Ja, vielleicht doch zu nah dran. Ja. Oder er braucht ein bisschen. Das kann auch sein. Weitere Fragen? Ja, meintest du das mit dem zweimal, also dass du erst zweimal senden musst, dann manchmal, weil es nicht funktioniert? Musst du das jedes Mal machen oder nur beim allerersten Mal, wenn du das... Beim allerersten Mal, wenn der Raspberry Pi hochfährt. Okay. Und das RFM12-Modul, also bei einem Reboot geht's, nur wenn das RFM12-Modul komplette Strom weg war, dann geht's halt nicht. Warum auch immer, also es kann auch durchaus im RFM12-Modul selber liegen, weil ich habe schon von vielen verschiedenen Leuten gehört, dass die nicht so stabil sind. Ja, aber das Komische ist, wenn ich das Binary halt dreimal aufrufe, geht's dann. Und ich mache dann auch nichts anderes. Also. Kondensator noch nicht voll? Ja, irgendwie sowas. Völlig unklar. Würde es nicht Sinn machen, standardmäßig jeden Befehl 2, 3, 4 Mal zu senden und zu sehen, wie das nicht an? Also das Funkprotokoll schreibt tatsächlich vor, dass du diese ganze Kette mindestens 4 Mal senden musst. Das Problem an der Stelle ist aber, dass das RFM12-Modul erst gar nicht anfängt zu senden beim ersten und zweiten Mal. Sondern erst beim dritten Mal, warum auch immer. So, das war alles. Die Slides stelle ich online. Video wird von irgendwann auf YouTube gestellt. Da sind auch nochmal die ganzen Links drin zu den Quellen für die Software, für die Codeberechnung, für die RFM12-Adapterplatine. Wenn da übrigens noch jemand die Adapterplatine und das RFM12-Modul haben möchte, ich habe noch 2 über, wenn da jemand Interesse hat. Passt auch auf den Raspberry Pi 2 und den B+. Wenn der GPIO-Header gleich ist, dann musst du das gehen. Du musst halt nur wahrscheinlich die Software nochmal kompilieren. Außer die sind binärkompatibel, aber das weiß ich gerade nicht. Könnte gehen. Ja gut, kostet halt nicht viel. Also Adapter hier, wie gesagt, 3 Euro, da habe ich auch noch ein paar zu Hause, plus RFM12-Modul habe ich keine mehr. Also nur noch die 2, die ich eben erwähnt habe. Sind das die ganz stinknormalen RFM12-Modul, die auch bei Erstmutzis laden? Elektrotrecken heißt es, glaube ich. Sind das die gleichen? Möglich, ja. Muss dann habe ich noch einen Sack voll. Wir haben halt irgendwie nichts gekostet, da habe ich halt irgendwie eine Handvoll mit. Wenn Sie 433 MHz sprechen, dann sollten die da drauf passen. Also Adapterplatine habe ich noch da, kann ich dir mitbringen. Ansonsten kannst du die auch, weil die Eagle-Files liegen auch im Map, kannst du einfach zu OSH-Park schieben, kriegst halt dann 3 Stück für, keine Ahnung, $6 oder $7 oder $8, keine Ahnung. Gut, noch was? Fragen? Antworten? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.